Halt, stopp! Jetzt reicht es. Jetzt red ich. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe von Freischnauze. Und heute geht es um das Thema die Verlagerung unserer kriegerischen Natur. Ich muss echt zugeben, wenn ich jetzt so dran denke, hätte ich eigentlich mal das Video als letztes Video nehmen sollen. Also das Thema zum letzten Video und dann das Thema 69 mit diesen Perversionen. Das hätte vielleicht besser gepasst wegen 69, verstehst du? 69. Aber gut, egal. Jetzt steht das schon so fest und ich ändere nicht mehr. Ja, wie immer, Christian, freie Schnauze, heißt Kamera hinstellen, drauf loslabern, auf Aufnahme drücken und dann drauf loslabern. Völlig unabhängig davon, ob ich recht habe oder nicht. Ich rede über Sachen, die mich interessieren und wenn euch das anspricht, was ich sage, können wir darüber gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Solange wie alles rein sachlich bleibt und frei von irgendwelchen Anschuldigungen, Beschämungen, Beleidigungen, Ad hominems und Strohmann-Argumentationen. Also wir möchten hier schon beim Thema bleiben. Ja, das Thema heute ist eine Sache, über die ich auch mal schon des Weiteren mal so drüber nachgedacht habe, nämlich, dass wir unsere kriegerische Natur, die uns noch innewohnt, jetzt auf andere Bereiche verlagert haben. Da gibt ja immer noch Leute da draußen, die der Meinung sind, ach ja, die Nächsten nehmen uns so, aber wir haben uns alle lieb und bla und toll und hast du nicht gesehen. Und da muss ich widersprechen, der Mensch ist in seiner Natur immer noch kriegerisch und zerstörerisch. Ja, das kommt in einigen Stationen unseres Planeten immer noch vor, dass Leute da auch wirklich exzessiv Zerstörungswut zeigen, ob das nur durch Kriege passiert oder durch andere Konflikte, Zerstörung und so weiter. Das sind so Sachen, die wir alle toll finden. Ja, also wenn du jetzt mal ehrlich zu dir selbst bist, ja, und du schaust jetzt mal, sag mal jetzt ein Video an, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja, dann denkst du so, ach ja, ist schön, lässt ein Like da. Aber wenn du halt ein Video siehst, wo sich denn zwei Typen die Fresse kloppen oder irgendein Videospiel quasi rumballert, dann fängst du an zu grinsen und denkst so, boah, das ist geil, ne? Also, ja, das gibt schon Grund, warum Ego-Shooter im Videospielebereich so unfassbar beliebt sind. Und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, weil das ist eine Art und Weise, unsere kriegerische Natur dorthin zu verlagern. Ja, je mehr Mord und Totschlag passiert, desto faszinierender sind wir. Das gibt schon Grund, warum wir vom Bösen fasziniert sind, ne? Wir saugen ja quasi alles auf, was irgendwie mit Tod und Zerstörung zu tun hat. Ob das in den Nachrichten ist, ob das in Filmen ist, in Videospielen, ja. Das alles gibt uns einen gewissen Kick und darüber freuen wir uns, ne? Wenn wir jetzt nur Filme gucken oder wenn wir Videospiele zocken oder Bücher lesen, wo halt so extrem Gewalttaten vorkommen, dann finde ich es auf die Art noch okay, weil dadurch kein echter Mensch zu Schaden kommt. Ja? Jetzt können wieder einige argumentieren, ja, und danach, wenn die halt geguckt haben, rennen die los, machen Amoklauf, ja, dann ist es aber eher durch ein äußeres Umfeld dem zu Schulden kommen zu lassen oder eine Charakterfrage, wenn man mit so einer Sache nicht umgehen kann. Mangelnde Selbstreflexion zum Beispiel, ja. Und wenn ein Mensch sich gut genug kennt und weiß, dass er sowas nicht verträgt, dann schaut er sich auch sowas nicht an. Aber wie gesagt, die Faszination der Zerstörung, des Bösen und so weiter, das liegt ja in unserer Natur. Und das begeistert uns noch viel mehr als irgendwelcher Nächstenliebe-Scheiß. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt, wie gesagt, im Fernsehen Nachrichten sehen, wo sich zwei in der Arme liegen, dann sagen wir so, boah, ja, toll. Aber wenn das will heißt, da ist ein Anschlag gewesen, der Menschenleben gekostet hat, oder da kriegen sich wieder Leute ins Fetzen und so weiter, dann sind wir plötzlich wieder auf Feuer und Flamme und gucken dabei zu. Und das hat halt damit zu tun, dass wir halt immer noch diese kriegerischen Menschen sind, die halt auch schon vor hunderttausenden von Jahren gehabt. Wir legen unsere Aktivität halt einfach auf andere Bereiche, damit wir diese Aggressivität ausleben können. Ich zum Beispiel zock zu gerne gelegentlich mal äußerst brutale Videospiele, wo dann halt auch mal Köpfe wegfliegen und Arme abgetrennt werden und so eine Kacke. Ja, weil ich halt weiß, da kann ich es ruhig machen, ohne jemanden dafür zu schaden. Oder ich habe Spaß dran, bei BeamNG zum Beispiel Autos zu schrotten. Ja? BeamNG ist ja auch so ein Autozerstörsimulator, sage ich jetzt mal, der sehr, sehr viel Spaß macht. Und da habe ich Freude dran, die Dinger kaputt zu machen. Oder, weiß ich nicht, in Minecraft gibt es ja auch diesen TNT-Mod. Ja, und je größer die Explosion war und je größer ich kaputt machen konnte, desto faszinierender war ich. Ne? Also wenn du jetzt so einen typischen normalen TNT-Block hast, der kaputt geht, da hast du halt einen Umkreis von fünf Blöcken oder was das da ist, wo der kaputt geht. Da denkst du dir so, ja, ist das lustig. Ne?
Aber wenn du denn so 100- oder 1000-fachen TNT-Block hast, die haben wir zerdämmert, Alter, dann sitzen, dann saß ich da und dachte so, boah, das ist denn geil, Alter, ehrlich, das gefällt mir. Ja, also da merkt man doch schon, wohin das führt und woran das liegt, ne? Dass wir halt immer noch kriegerischer Natur sind, ja. Ich finde auch, dass ein gewisses Durchsetzungsvermögen damit zu tun hat, dass wir noch ein bisschen kriegerisch sind. Ne? Wenn du unbedingt mit dem Kopf durch die Wand willst und dich durchsetzen willst, die andere hat das auch damit zu tun. Ja? Das sind halt nur Sachen, bei denen ich das Gefühl habe, dass da keiner wirklich drüber reden möchte. Und das finde ich einfach sehr traurig, weil auch hier könnte man wieder einen Ansatz finden, um eventuell, wenn es Probleme gibt, die lösen zu können. Aber es macht natürlich viel mehr Spaß, über andere zu urteilen und mit dem Finger auf andere zu zeigen, anstatt den Finger auf sich zu richten und zu sagen, Mensch, ich bin ja ohne anders. Ne? So, also kann man sich halt auch davon ablenken. Ne? Zum Beispiel lese ich auch ganz gerne diese Extrem-Horror-Bücher aus dem Fester Verlag. Ne? Also im Fester Extrem-Verlag, die veröffentlichen der Bücher, die sind im normalen Handel nicht zu kaufen. Ne? Die kannst du da nicht kaufen. Die kannst du halt nur bestellen. Und was da abgeht, Alter, das ist echt schon Wahnsinn. Ich würde jetzt nicht so krasse Beispiele bringen wie im letzten Video mit der Sexualität, aber in den extremen Horrorbüchern kommen auch unfassbar viele perverse Art und Weisen vor, was die Sexualität betrifft, aber auch extreme Gewalttaten. Ne? Da gibt da wirklich Schichten, die haben eigentlich nicht so wirklich viel Inhalt und sagen auch nichts aus. Das ist halt bloß eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Foltermethoden, die mir halt Spaß machen zu lesen, weil ich halt weiß, ich kann damit umgehen. Ne? Selbst aber auch halt die Schichten, die haben vermittelt auch eine gewisse Botschaft und wir Menschen sind immer so gepolt, je extremer Sachen sind, desto besser können wir damit umgehen. Also wenn jetzt irgendwas so 0 nach 15 ist, was jetzt wirklich so alltäglich klingt, dann bleibt uns nicht im Kopf hängen, ne? Also nicht so wirklich, aber wenn eine Sache ist, die für uns außergewöhnlich ist, ob es nur Humor ist oder in dem Fall wie zum Thema des Videos jetzt, extreme Gewalt und so weiter, dann bleibt uns das besser haften und das finde ich ist auch ein Teil der Natur, was einfach mal dazugehört, weil diese Sachen betrifft. Ne? Und wie gesagt, dieses Ausleben der Aggressionen findet halt in vielen Bereichen statt. Einer zum Beispiel stemmt Gewichte oder betreibt Sport, um sich gesund zu fühlen. Ja, hat ja auch damit zu tun, sich fit zu halten. Andere üben Kampfsportarten aus, polieren sich die Fresse, ja. Und so weiter. Ja, also je mehr Action und je mehr Schlägereien geboten werden, desto besser. Und ich möchte auch hier mal kurz meinen Gruß an alle Dragon Ball Fans richten. Das ist ja wohl der beste Beweis dafür, dass halt die halt auch immer stärker wurden. Und jedes Mal waren wir erneut fasziniert, weil die halt immer besser gekämpft haben und wir uns vielleicht insgesamt gewünscht hätten, wenn so stark möchte ich auch mal sein. Aber ich bin der Meinung, wenn ein Mensch an sich so viel Macht hätte wie die Kämpfer da in Dragon Ball, ich glaube, dann wären die schlimmer als die Saiyajins und Freezer zusammen, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Ich glaube, die Menschen, die würden sich dann ja, selbst K.O. kloppen und hier den Planeten in die Luft jagen. Ja, also das ist ja schon krass. Ja, das war, ich hoffe, ihr konntet meine Botschaft vermitteln. Ich habe jetzt auch keinen Lösungsansatz oder was man da vorschlagen könnte. Das Einzige, was dir helfen könnte, wäre Selbstreflexion. Ja, dass man mit dem Finger lieber auf sich zeigt, statt auf andere, statt andere zu urteilen und dass man nicht alle pauschalisiert über einen Kamm scheren sollte. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn sie einer in seinem Videospielen mit Gewalt austobt, wenn einer Horrorfilme guckt oder extreme Bücher liest. Da finde ich damit überhaupt kein Problem. Wenn er das liest und dabei keinem zu Schaden nimmt, für mich hört der Spaß erst auf, wenn er sowas liest und dann wirklich anfängt, anderen Leuten tatsächlich Schaden zuzufügen. Ne? Dann hört es auf und dann, finde ich, sollte man noch einschreiten. Ja? Aber man kann das Thema noch so weiter ausweiten, das ist echt Wahnsinn. Ja, da kommt dann vielleicht auch noch die Zensur mit dazu, die bei solchen Sachen immer noch eine Rolle spielt. Aber auch das kann man wieder in einem anderen Video anders thematisieren. Aber das werde ich nicht machen, weil mich das inzwischen nicht mehr interessiert. Ja, das ist, ich denke mal, dazu wurde eh schon alles gesagt. Aber wie gesagt, unsere kriegerische Natur, die verlagern wir auf andere Dinge, um uns halt ja lebendig zu fühlen. Das lässt sich nun mal nicht leugnen. Und auch das ist eine Sache, die springt uns ins Gesicht. Findet aber kaum Erwähnung. Und ich hoffe, ich kann mir die Video jetzt ein bisschen dazu beitragen. Und falls ihr der Meinung ist, Mensch Christian, da und da können wir noch ein bisschen was ergänzen. Es steht immer jederzeit für euch frei, sich mit mir darüber zu unterhalten. Ihr wisst, ich habe mein Laber-LKW auf Christian Reloaded. Da freut mich immer über Gäste. Und wenn ihr wollt, können wir auch darüber reden. Ja, alles hat kein Problem. Solange wir als sachlich und freundlich bleibt, bin ich dabei. Und dann können wir halt reden. Ihr seid herzlich eingeladen. Ja, das war es dann von meiner Seite aus zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.